Online-Format, Lernräume entwickeln online. Endlich sind wir mal wieder online und für euch da. Heute wollen wir eine neue Reihe beginnen. Wir beginnen damit, euch Schulbautypologien vorzustellen. Und am Anfang war die Flurschule. Das ist auch der Titel unseres heutigen Impulses, den die Petra und ich euch nahebringen werden. Wir haben die Katrin als Gast dabei, um nachher in die Diskussion einzusteigen. Und wir bitten euch, auch aktiv teilzunehmen und Fragen zu stellen über den Chat oder über YouTube, über den Kanal. Und dann werden wir die aufgreifen und behandeln. Und sonst beantworten wir die auch im Nachgang. Los geht's. Hallo miteinander. Also, Flurschule, das kennen wir alle. Drei wunderschöne, blank geputzte Flure. Und wenn ich das Bild von, wenn ihr von rechts nach links guckt, dann ist das ein Flur einer Grundschule, in der Mitte der Flur eines Gymnasiums und links von einem Berufskolleg. Was all diese Flure gemeinsam haben, da ist eigentlich nichts, außer dass sie Verkehrsfläche sind. Gibst du mir das nächste Bild? Und das ist der Flur von einem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung. Und das macht ja auch Sinn, weil da werden die Lehrer und Lehrerinnen, wenn die aus der Uni kommen, praktisch ausgebildet. Und natürlich sieht dann die Lehr- und Lernumgebung da genauso aus wie der spätere Arbeitsort, den wir als Schüler ja alle kennen. Und in der Uni, na, wie sah es da wohl aus? Ganz genauso. Also das kennen wir auch alle. Aber das, warum ist das so? Das ist mal das Erste. Und was bedeutet das? Also Flurschule, ich habe da zweimal dargestellt. Einmal 1, 2, 3 Klassenräume, das sind diese weißen. Und das blaue ist dann halt der Flur, das ist die sogenannte Verkehrsfläche. Und das gibt es entweder einhüftig, wie die Architekten sagen, also nur eine Reihe Klassenräume und Flur, oder zweihüftig. Und alles, was in der Schule eigentlich an Spannendem passiert, das ist in dieser gelben Blase, das muss dann in einem Klassenraum sein, weil auf dem Flur ist es auch wegen Brandschutz nicht erlaubt. Nächstes. Aber wenn man genau guckt, stimmt das nicht so ganz. Hier bei dem Rahel Warnhagen Berufskolleg, da sind immerhin die Heizungen in den Fluren mit so ganz dicken Holzplatten, mit so Eichenholzplatten versehen, sodass man sich da hinsetzen kann. Und ich weiß von diesem Berufskolleg, dass die diese Garderobenhaken ohnehin nicht verwenden und dass die da zukünftig noch mehr Möglichkeiten schaffen wollen, sodass man diese Flächen durchaus auch für Einzel- oder Gruppenarbeit ein bisschen hübscher gestaltet nutzen kann. Ja, und das muss nicht so sein, Florian. Genau, das muss nicht so sein. Das durften wir gemeinsam erleben. Das ist eine ganz klassische gebaute Flurschule, über 100 Jahre alt in Wien. Und trotzdem werden die Flure ganz, ja, wie ihr seht, multifunktional genutzt. Es sind dort Garderoben, Garagen untergebracht für die Schülerinnen und Schüler. Es stehen auf jedem Flur eigentlich ein Kicker. Es sind Materialkisten und Fächer für die Rucksäcke dort. Dann ist es natürlich gleichzeitig auch Ausstellungsfläche, wie man an den Plakaten und an den Kunstwerken, an den Wänden sieht. Und auch Türen werden dort, so sie denn nicht unbedingt genutzt werden, als Fläche, als nutzbare Fläche, mit Regalen zum Beispiel in diesem Fall belegt. Diese Schule hat auch einen neueren Anbau. Auch da sind die Breite der Flure ist natürlich zu beachten. Das ist ganz gut hier. Da steht sogar eine Couch, Tisch, eine Präsentationsfläche für Schülerprojekte und so weiter und so fort. Es ist direkt ersichtlich, dass dieser Raum auch unterrichtlich, die Materialien sind wieder ersichtlich dort, genutzt wird, genutzt werden kann. Auch die Fensterbänke als Ausstellungsfläche. Und schon hat der Flur eine ganz andere Anmutung, als wir das in den Fotos zuvor gesehen haben, in den Schulen, in dem ZFSL und in der Universität. Es kann Dart gespielt werden. Es ist dennoch, jede Klasse hat ihre Bereiche, auch Flurbereiche, die sie persönlich gestalten können und die sie auch verändern, die gepflegt werden. Man sieht während der Zeit schon, ohne in die Klasse gehen zu müssen, was gerade unterrichtlich Themen sind. Pflanzen finden dort ihren Platz, wie wir hier rechts im Vordergrund sehen. Und auch so können
Flure. Hier in diesem Fall, wir haben natürlich darauf geachtet, dass wir keine Schülerinnen und Schüler fotografieren, aber das ist natürlich sonst auch belebt und kann auch während der Unterrichtszeit genutzt werden. Hier ist ein anderes Beispiel, auch von einer Flurschule, die ist in Deutschland, also gelten überall die gleichen Richtlinien. Und hier sieht man sehr schön in der Mitte, das ist diese Verkehrsfläche, die ja auch als Fluchtweg benutzt wird. Und da hat man an die früheren Garderobeneinschnitte, also diese rosa Wand, das war früher mal eine Garderobe, da hat man jetzt ganz bewusst diese kleinen Vorbauten gemacht. Auf jedem dieser Vorbauten ist eine Pflanze und so hat man quasi Einzelarbeitsplätze auf dem Flur gestaltet. Und auch hier sind überall Pflanzen, es wird wohnlich und der ganze Flur ist pädagogisch nutzbar und bleibt trotzdem als Verkehrsfläche und als Fluchtweg erhalten. Oder auf der anderen Seite, das gleiche Foto nur auf der anderen Seite, sogar als Bibliothek. Wenn man das jetzt machen möchte, dann fängt man natürlich klein an. Man muss sehr viele Gesprächspartner ins Boot holen, aber was Sie auf jeden Fall machen können, ist Ihre Flure mal angucken, weil nicht jeder Flur ist ein notwendiger Fluchtweg. Hier ist zum Beispiel so ein Endstück und am Ende, wenn es kein Fluchtweg ist, da reicht ein Tisch und zwei Stühle und schon hat man einen Arbeitsplatz, wo man auch mal eine kleine Gruppe nach draußen schicken kann. Oder wie hier im Wilhelm-Dörfeld-Gymnasium, fange klein an, da stehen so diese roten Sitzwürfel, da kann man sich auch hinsetzen und ist immer noch genug Platz. Nächstes, da mache ich noch weiter, das ist ein Beispiel von einer Förderschule. Auch hier hat man, da ist nicht viel Geld zur Verfügung, aber man hat einfach einen Tisch hingestellt und einen Stuhl und dann kann ein Schüler schon mal draußen sitzen und man kann natürlich auch mal für eine Unterrichtseinheit mehrere nach draußen stellen und hinterher stellt man es zurück. Oder hier in einem Berufskolleg, das ist der Eingangsbereich und dieser Bereich wird von den Schülerinnen und Schülern in den Freistunden als Selbstlernbereich genutzt. Also es ist einiges möglich. Hier ist jetzt ein Neubau und da hat man diese Flursituation gleich mitgeplant für diejenigen, die da vielleicht vor so einem Projekt stehen in der aktuellen Schulbauwelle. Da ist quasi die Wand als Nische, als Sitznische mit eingeplant worden. Also besser kann man, glaube ich, Platz jeden gebauten Meter nicht nutzen als so. Florian, machen wir weiter. Ja, wir kommen hier auch in ein Bestandsgebäude, das saniert wurde, denkmalgeschützt saniert wurde. Das hatten wir eben schon mal, das Wilhelm-Dörfeld-Gymnasium. Und auch hier sind die Flure natürlich dann mitgedacht worden, und zwar als Unterrichtsfläche, als unterrichtlich nutzbare Fläche mitgedacht worden. Es sind Sitznischen eingebaut worden. Es sind dort, wo die Sitznische baulich nicht zu verwirklichen war oder nicht sinnvoll zu verwirklichen war, diese Hochlehnersofas, die eine unglaublich gute Akustik haben für eine Einzelarbeit, eine Lektüre, ein konzentriertes Arbeiten oder auch mal ein Partnergespräch, sind dort angelegt, sind dort nutzbar. Gegenüber die Fensterbänke, Petra, du hast gesagt, diese Holzeinschübe, die dort zu sehen sind, hättest du ausgemessen, 60 Zentimeter Breite, ist das richtig, oder Tiefe? Ja, also das ist, die haben ja nicht viel Platz da, weil sonst reicht der Fluchtweg nicht. Und das ist nicht tiefer als 40 bis 60 Zentimeter. Genau. Das wird gleich bei diesen vermeintlichen Zweierkabinen nochmal ganz deutlich. Genau, da kommen wir gleich in der nächsten Folie drauf. Hier aber dann auch nochmal, man kann im Stehen arbeiten, man kann im Knien an diesen Sitzwürfeln, an diesen Runden arbeiten oder natürlich auch im Sitzen, wie der Name schon sagt. Der Flur ist also unterrichtlich mitnutzbar. Hier hat es sich gelohnt und hier war es sinnvoll, sogar Partnerarbeitskabinen, also die zum einen von der Sicht als auch von der Akustik her abgeschirmt sind, mit einem Tisch und einem zwei Bänken, die sich gegenüber sind, dort fest zu installieren. Daneben haben sie natürlich das mobile Mobiliar. Ihr seht das an den Rollen, ob es ein Dreiecktisch im Hintergrund oder ein viereckiger Tisch im Vordergrund ist, die kurz dazugeholt werden können, wo entweder noch ein weiterer Schüler, eine Schülerin noch dazu diese Gruppe zu einer Dreiergruppe vergrößern kann, Vierergruppe, oder wo einfach auch Material abgelegt werden kann. Dies als Beispiel nochmal aus dem Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal. Hier nochmal die Perspektive von der anderen Seite. Genau, eben war das Foto. Was man sagen könnte, damit das nicht zu dunkel ist, kann man oben, sieht man, oben ist so ein Knopf, so ein Schalter und dann geht da so ein kleines Licht an. Zwei LEDs, ne? Zwei Spots da oben drin. Genau.
die das nochmal beleuchten. Wunderbar. Ja, und dann gibt es natürlich auch so Situationen, wo Verbindungen sind, Verkehrswege, die dann hier ums Eck gehen, die ein Gebäudeteil erschließen ums Eck. Und auch da kann man natürlich, wenn die Flurbreite das auch hergibt, mit hier sogar schöner handwerklicher Arbeit eine Sitz-Chill-, aber auch Lernecke schaffen, die sehr, sehr anregend ist. Wunderbar zu sehen auch, dass die beiden Schüler, die wir oder die Schülerinnen und der Schüler, die wir da im Hintergrund sehen, sich den erhöhten Platz in der Fensternische gesucht haben und dort jetzt gar nicht miteinander, sondern jeder für sich ihrer Arbeit nachgehen können. Das haben wir, durften wir auch zusammen erleben vor 2 Wochen, auch in Wien, in dem neuen Viertel Seestadt. Das ist im Untergeschoss ein langer, langer eine Verkehrsfläche eigentlich, die aber hier natürlich noch mitgenutzt werden kann. Es sind, während es eine reine Verkehrsfläche ist und sie unterrichtlich nicht genutzt wird, die Matten, die Fallschutzmatten an die Wand gebunden. Gegenüber sind die Bänke. Es können bei Klettern oder Bouldern nicht immer alle gleichzeitig. Da geht es um Sicherungen, da geht es auch um Platzverhältnisse. Und da sind dann die Möglichkeiten, Material, also Turntasche, Schuhe oder sonst etwas oder Getränke abzustellen oder sich auch mal zur Ruhe zu setzen. Und dann kann dieser Flur für den Unterricht mitgenutzt werden und man hat eine weitere Fläche, wenn die Sporthallen zum Beispiel belegt sind. Genau, das ist auch eine Möglichkeit. Das ist allerdings ein Neubau, muss man dazu sagen, der realisiert worden ist. Da ist das direkt von Anfang an mitgedacht worden. Und zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen weiterdenken ins Digitale. Eigentlich kann man so wie hier in der Villa Weiersbusch in Hattingen aus jeder Ecke so einen kleinen Greenscreen machen. Entweder malt man einfach die Wände blau oder grün an, oder hier hat man einfach kann man so ausziehen, so ein Roll-up benutzt und daneben einen Tisch und einen Stuhl und schon hat man eigentlich ein kleines Videostudio, wo man die Schüler und Schülerinnen beauftragen kann, doch ein Erklärvideo oder sonst was zu drehen. Und wenn man noch weiter geht, kann man ja Richtung Kunst denken. Und hier ist ein Beispiel, angeblich aus Manchester, England. Also ich habe soweit die Quelle da noch dran geschrieben. Und hier versucht man über eine optische Täuschung die Schülerinnen daran und Schüler daran zu hindern, schnell die Gänge entlang zu laufen. Und natürlich können wir es auch umgekehrt denken, dass man sagt, wir machen einen langen Gang und wir malen darauf Markierungen, dass dieser Gang bewusst zum Bewegen und zum Rennen benutzt wird. Einlädt. Es hängt nur von unserer Fantasie ab, wie wir die Räume um uns herum nutzen. Genau, wie wir die Räume nutzen und Räume wahrnehmen. Und damit wäre unser Impuls für den heutigen Tag zur Klassenraum-Flurschule erst einmal durch. Wir, das ist der Kreis von Architektinnen, SchulbauberaterInnen, LernraumentwicklerInnen und auch aus der Verwaltungsperspektive. Wir arbeiten weiter daran, neue Formate für euch vorzubereiten, euch die Lernraumentwicklung nahezubringen. Und wir wollen nachlegen Ende Juni am 30.06. Und da soll es in unserer Reihe Schulbautypologien die 2. Folge geben. Thema wird dort sein Klassenraum Plus. Was auch immer das sein mag, wer sich da schon ein Bild von machen kann, der darf sich freuen. Und die anderen dürfen neugierig bleiben und sich freuen. Und wir werden das auch nochmal ankündigen. Abonniert einfach unseren YouTube-Kanal, dann kriegt ihr den Trailer schon im Vorfeld und werdet nochmal daran erinnert, dass am 30.06. unsere nächste Ausstrahlung läuft. So, und jetzt freuen wir uns, dass wir die Katrin zu Gast haben. Denn Katrin hat jetzt eine ganze Menge von uns gesehen und gehört. Und vielleicht ist da die eine oder andere Nachfrage schon aufgelaufen. Bitte, Katrin. Ja, also bei diesen ganzen multifunktionalen Flurschulen habe ich gedacht, ich möchte bitte wieder zur Schule gehen. Mit einer Boulderwand, mit im Aufnahmestudio, großartig, total gut gefallen. Was mir noch nicht ganz klar ist, also ich komme nicht aus dem Schulbereich, insofern stelle ich jetzt an dieser Stelle möglicherweise Fragen, die allen anderen klar sind oder wo die Antworten klar sind, mir noch nicht. Verkehrsfläche bedeutet, das ist nur ein Flur, wo ich durchgehe, um in den Klassenraum zu kommen oder aus der Schule rauszukommen, oder? Was bedeutet Verkehrsfläche in diesem Zusammenhang? Also ich kann mal anfangen und dann gucken wir mal, dass wir so zusammen. Verkehrsfläche heißt natürlich, da sind die Zuwege zu den Klassenräumen. Aber es bedeutet auch, es sind auch immer
nicht alle Flächen, also muss ja in den Klassenraum kommen oder in den Musikraum oder was auch immer. Das heißt einmal Verkehrsfläche und da gibt es so Mindestgrößen und es gibt aber viele dieser Verkehrsflächen sind natürlich gleichzeitig auch Fluchtwege und zwar notwendige Fluchtwege. Und dazu gibt es entsprechende Brandschutzgesetze und Vorgaben und die sind zwar gleich in Deutschland, aber die Einhaltung oder die Auflagen, die in den Kommunen sind, die sind sehr unterschiedlich. Aus meiner Sicht, ich sehe so viele Schulen und in der einen Kommune sind Dinge möglich, die in der anderen Kommune nicht möglich sind, obwohl die Gesetze ja gleich sind. Wir müssen aber immer gucken, die Sicherheit der Schüler und Schülerinnen und der Lehrer und Lehrerinnen hat immer Vorrang. Das heißt, die müssen binnen weniger Sekunden im Falle eines Brandes aus der Schule raus sein. Und das hat immer absolute Priorität. Sicherheit geht vor. Genau, und wenn man, Katrin, Klassenräume denkt, ne, wenn man eine Schule in Klassenräumen denkt, es gibt ja ganz andere Typologien, die werden wir ja im Nachgang in nachfolgenden Folgen noch vorstellen, dann sind das abgeschlossene Räume. Und die müssen, genau wie Petra es gerade erklärt hat, miteinander verbunden werden. Und das sind diese Verkehrsflächen. Wenn man diese Abtrennungen nicht mehr hat, dann wird irgendwann auch diese Art von Verkehrsfläche, wie wir sie heute behandelt haben, vielleicht sogar obsolet, beziehungsweise sie reduziert sich. Die Petra hatte eben die Folie mit drin. Petra, wie viel waren das? 26-35% der gebauten Fläche sind Verkehrsflächen. Das ist so ein Durchschnittswert. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird ein Viertel dafür ausgegeben oder gebaut, um halt diese Verbindungen, die ich dir gerade dargestellt habe, hinzubauen. Schöner wäre es, wenn man die doch noch mehr unterrichtlich nutzen könnte und dahin bewegen sich schon einige Schulen. Und diese Verkehrsflächen, die müssen ja auch unterhalten werden. Also so eine ganze Schule ist erstmal teuer im Bau, aber die ist natürlich jedes Jahr für alle Kommunen auch sehr teuer im Unterhalt. Und wenn man das hochrechnet auf Quadratmeter, die ganzen Kosten, also Reinigung, Instandhaltung, Reparaturen und so weiter, dann kannst du das auf Quadratmeter hochrechnen und dann macht das unglaublich wenig Sinn, wenn ein Drittel der Schule eigentlich nur immer in den 5-Minuten-Pausen genutzt wird oder in den 20-Minuten-Pausen. Also es wäre sinnvoll, die sowohl für Lernen, also aber auch für Pausenzeiten oder für Zeiten, wo man eine Freistunde hat, zu nutzen. Und da müsst, wenn es da hingeht, da gibt es ja mittlerweile neue Konzepte, aber auch die Bestandsschulen, 80% unserer Schulen sind Bestandsschulen. Das wäre gut, wenn wir da was ändern könnten. Langsam, mit Kreativität. So. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Begriff Schulbautypologie. Ist es ein neuer Begriff? Wissen alle Schulen, dass es diesen Begriff gibt und was dahinter steckt? Wie lange gibt es das schon? Das weiß ich nicht. Für mich ist das und für Florian, wo wir in Schule unterwegs sind und auch als Schulbauberater oder Lernraumentwickler unterwegs sind, ist es völlig normal. Aber je nachdem, in welche Schule ich komme, dann hat man noch nie was darüber gehört. Und deswegen, das ist ein Grund, warum wir gesagt haben, wir machen mal so eine Reihe. Also, oder anders ausgedrückt, bisher hatten wir immer Flurschulen. Und das weltweit. Und das kann ja auch anders aussehen. Und in den letzten Jahren sind dann eben auch andere Typen entstanden. Und jetzt haben wir erstmal mit dem angefangen, was wir alle kennen, aber darüber kann man ja nicht schimpfen. Auch das lässt sich verändern. Ihr habt eben auch schon gesagt, dass es zum einen Bestandsschulen gibt, zum anderen aber auch Neubauten. Also ich gehe mal davon aus, in den Bestandsschulen sind es meistens Flurschulen. Also so war es bei mir früher, so war es bei meinen Kindern. Ich fürchte, so wird es auch ganz häufig noch bei meinen Enkelkindern sein. Wie groß ist denn die Chance oder die Möglichkeit, dass Bestandsschulen quasi ihren Schulbautypen ändern können? Von der Flurschule weg zu anderen Typen? Was ist da so eure Erfahrung wie bisher? Ihr seid ja schon in einigen Schulen unterwegs gewesen. Also es hängt von natürlich ganz vielen Rahmenbedingungen ab. Das Wichtigste, was ich so wahrgenommen habe, ich bin gleich mal auf Petras Perspektive gespannt, ist das Wollen. Also wir wollen uns entwickeln, wir haben aber folgende Rahmenvorgabe, das Gebäude steht, wir bauen nicht neu, wir werden vielleicht renovieren, sanieren,
So, wenn man dann will und wenn man dann gemeinsam, und gemeinsam meine ich, dass sowohl der Schulträger als auch das pädagogische Personal beziehungsweise die Schulgemeinde, die Schule bewohnen und beleben und eventuell sogar schon der Planer, die Planerin und Architekten zusammenarbeiten, dann ist da ganz, ganz, ganz vieles möglich. Eine weitere Rahmenbedingung ist natürlich die finanzielle Vorgabe. Wie viel Geld steht für die jetzige Maßnahme zur Verfügung? Man kann wirklich klein anfangen. Natürlich haben wir jetzt auch tolle Beispiele gezeigt in unseren Folien, die das obere Ende bestimmt der Fahnenstange, was auch das Finanzielle angeht, zeigen. Aber das muss es nicht immer sein. Wie gesagt, wenn der Wille dafür da ist, dann man sich dann informiert, Zeit nimmt, zusammendenkt, kreativ wird, dann findet man Lösungen, um die Struktur zu öffnen, um da neue Impulse zu setzen, auch räumliche Impulse zu setzen. Die nächste Rahmenbedingung ist natürlich, ist da Denkmalschutz, wobei da ist ja jetzt im Juni, Petra, da wird sich ja dann auch wieder was ändern mit Denkmalschutz, aber was ist der Denkmalschutz? Was sind tragende Wände? Ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne, man kann nicht einfach sagen, oh, da vorne die Wand, die hätten wir aber gerne weg, wir würden das gerne zusammenlegen oder öffnen. Wenn das eine tragende Wand ist, dann ist das zumindest nicht einfach, vielleicht aber machbar, aber dann recht teuer. Ja? Und so muss man, glaube ich, da ist meine Erfahrung, das Wollen oder der Wille ist das eine, weil wenn man mit Menschen an dieses Projekt geht, an der Schule müssen wir etwas ändern, wir müssen daran sanieren, wie auch immer, und dann kommt jemand dahin und sagt, ja, aber ich weiß, wie Schulen gebaut werden, nämlich so, wie sie immer schon sind, dann ist die Chance sehr, sehr gering, dass etwas passiert. Und wenn da Menschen zusammenkommen, die sagen, da gibt es doch bestimmt noch was anderes, lass uns da mal schlau machen, lass uns eventuell sogar beraten, wir wollen etwas anderes, dann ist die Chance größer. Ich sehe das genauso. Florian, ich habe da gar nicht so eine andere Perspektive. Also ich denke, es ist wichtig, immer alle, die daran beteiligt sind, an so einem Gebäude mit ins Boot zu holen. Und das ist immer der Schulträger und von Anfang an. Und es sind immer die Lehrer und es sind auch immer die Schüler. Also die Schüler und Schülerinnen, ohne die würde ich gar nichts anfangen, weil die haben eine so unverbrauchte, unverstellte Perspektive. Die sagen das so klar. Und wenn man die alle zusammenbringt und sagt, so, das wollen wir, weil es da und dafür gut ist, dann kann man, wir sind Menschen, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Vielleicht sind es manchmal nur ganz kleine bauliche Veränderungen. Vielleicht braucht man nur hier eine andere Tür. Oder vielleicht muss man, nehmen wir mal so ein einhüftiges Gebäude, wo man keinen zweiten Rettungsweg machen kann. Vielleicht reicht es ja, wenn man in alle Klassenräume noch eine zweite Tür einbaut. Die muss man ja gar nicht benutzen. Dann wird der Flur eigentlich nur zum Durchgangszimmer. Und Durchgangszimmer kann ich wieder pädagogisch nutzen. Also es hängt ein bisschen von der Perspektive, aber immer von dem Willen ab. Und es hängt auch immer von dem Geld ab. Manchmal sind es kleine Dinge, manchmal sind es große. Und dann muss man halt gucken, wo kriegen wir das Geld her? Wo muss man das vielleicht erst in Haushalt einstellen? Oder vielleicht gibt es einen Sponsor, wenn eine Kommune unter Haushaltssicherung steht. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich habe so viele gesehen, also, und das ist vielleicht nochmal wichtig, jede Schule ist individuell. Es gibt nicht, wenn es kein Neubau ist, ja, wie meinetwegen in Berlin, dann werden so viele Plätze gebaut, so viele Schulplätze gebraucht, da werden jetzt gleich immer 4 in Clustern gebaut oder in Modulen. Das ist aber in Nicht-Berlin gerade anders. Und da muss man gerade in den Bestandsschulen sehr individuell gucken. Und das eine ist der Wille und das andere, und das muss man natürlich auch dazu sagen, die Schulverwaltung oder die Schulträger, die sind unter enormem Druck, die sind oft total unterbesetzt und die haben einfach nicht genug Zeit, weil wir gerade mitten in dieser demografischen Abflache sind. Also uns fehlen einfach die Fachleute und da ist vielleicht der Wille, aber es dauert dann lange. Und dann sieht das so aus, für jemanden, der in der Schule ist, da passiert ja in der Verwaltung seit 3 Jahren nichts, das stimmt aber nicht, da passiert unglaublich viel. Die Prozesse dauern einfach im Bau lange. Also es geht nicht so, das sieht dann immer aus wie ein Hindernis, aber wenn man will, geht es. Und dann kann man auch die Flure nutzen, mal mehr und mal weniger. Aber es klingt für mich auch ein bisschen so, dass bei dieser Typveränderung nicht nur Finanzierung eine Frage ist, sondern tatsächlich auch Kommunikation. Ihr habt gerade ganz viel vom Willen gesprochen. Also wenn die Leute wollen, dann kann man ganz viel machen, das glaube ich auch.
Aber damit die Leute wollen, muss man sie ja erstmal überzeugen. Das heißt, es gibt ja auch so viele unterschiedliche Gewerke und so viele unterschiedliche Ebenen. Ihr habt es angesprochen, die Schulträger, die Verwaltung, die Bürokräfte. Dann gehören natürlich auch Architekten dazu und möglicherweise gehören ja auch die Eltern dazu. Wie kriegt man so eine Typveränderung kommunikativ gut gestemmt? Ja, das finde ich eine super Frage. Das ist, ist genau der Punkt. Wobei ich das noch ein bisschen präzisieren möchte. Ich würde nicht von Überzeugen reden, sondern ich würde gerne die Horizonte dahingehend erweitern, dass sie aus dem eigenen System erkennen, meinetwegen auch mit Unterstützung erkennen, was für sie der nächste Schritt in der Schulentwicklung ist. Denn das ist nämlich der Knackpunkt. Schulbau, Lernraumentwicklung ist niemals ohne Schulentwicklung. Also pädagogisches Konzept, Leitbild zu denken, das ist untrennbar miteinander verknüpft. Und leider wird der Raum bei Schulentwicklung viel zu selten mitgedacht. Der Professor Martin Heinrich von der Universität Bielefeld wünscht sich da eine bewusst pädagogisch induzierte, aber raumbezogene Schulentwicklung. Und der Wille, von dem ich eben gesprochen habe, der kann ja gar nicht da sein, wenn man gar nicht das auf dem Schirm hat, dass es ja überhaupt etwas anderes gibt. Und da ist Kommunikation, ja. Da ist der Punkt, Katrin, den du ansprichst, da muss Kommunikation stattfinden. Wir nehmen wahr, Petra, ich spreche da jetzt mal für uns, korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches mache, wir nehmen wahr, dass das immer mehr ins Blickfeld gerät, dass der Raum als dritter Pädagoge, diese Aussage von Loris Malaguzzi, dass das immer häufiger mal auftaucht, dass Menschen das auf dem Schirm haben und sagen, hey, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich möchte gerne, da ist doch irgendwas, ich möchte das wissen, möchte das kennenlernen. Und ich kann aus meiner Warte jetzt noch sprechen, sogar das Landesinstitut für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen, in Hamburg ist es aber ähnlich, bieten wir jetzt Ausbildungen an, Qualifizierungsmaßnahmen für Kolleginnen und Kollegen, die darin zu Beraterinnen und Beratern für pädagogische Architektur ausgebildet werden und dann wahrscheinlich das dann zur Verfügung stehen werden, ich sage es jetzt mal ein bisschen neutraler, dann zur Verfügung stehen werden ab dem Herbst, weil wir einfach und auch das Landesinstitut wahrnimmt, da ist der Bedarf, entwickelt sich und nimmt inzwischen sogar fast schon Überhand. Petra, hast ja gerade gesagt, da ist ja so eine große Schulbauoffensive im Gange. Wir können es ja eigentlich gar nicht mehr handeln. Wow, cool. Also das war super spannend. Ich bin ganz gespannt dann auf den Livestream im Juni. Du hast vorhin gesagt, da geht es um Klassenraum Plus, was auch immer das sein mag. Ich habe keine Ahnung. Ich werde dabei sein. Ich will es wissen. Genau. Das ist auch jetzt ein guter, jetzt machen wir es mal rund, Petra, denn im Hinblick auf die Zeit müssen wir jetzt auch mal den Abschluss langsam finden. Katrin, hier nochmal für dich und für alle anderen, die es natürlich auch interessiert. 30.06. ist wieder ein Donnerstag. Es ist wieder 18 Uhr. Das ist unsere Zeit. Hoffentlich wieder im etwas größeren Kreis, auch aus unserer Runde. Wir sind ja jetzt hier aus der Kerngruppe, Gott sei Dank mit dir, Katrin, aber nur zu zweit aus der Kerngruppe. Da wünschen wir uns, dass auch wieder mehr dabei sind und beisteuern. Und dann verraten wir wirklich nicht nur dir, sondern allen, die es wissen wollen, was hat es sich denn mit der Schulbautypologie Klassenraum Plus auf sich? Petra, schaffst du noch ein rundes Abschlusswort für diesen schönen Donnerstag, für den Vatertag, für Christi Himmelfahrt? Das war doch schon schön und rund. Also ich freue mich dann auf eure Zuschriften vielleicht oder Fragen bei Twitter oder bei YouTube und auf all die, die neugierig sind, was Klassenraum Plus bedeutet. Tschö. Ciao, macht's gut. Tschö. Wiedersehen. Danke. Online-Format, Lernräume entwickeln online. Endlich sind wir mal wieder online und für euch da. Heute wollen wir eine neue Reihe beginnen. Wir beginnen damit, euch Schulbautypologien vorzustellen. Und am Anfang war die Flurschule. Das ist auch der Titel unseres heutigen Impulses, den die Petra und ich euch nahebringen werden. Wir haben die Katrin als Gast dabei, um nachher in die Diskussion einzusteigen. Und wir bitten euch, auch aktiv teilzunehmen, und Fragen zu stellen über den Chat oder über YouTube, über den Kanal. Und dann werden wir die aufgreifen und behandeln. Und sonst beantworten wir die auch im Nachgang. Los geht's. Hallo miteinander. Also, Flurschule, das kennen wir alle.
drei wunderschöne, blank geputzte Flure. Und wenn ich das Bild von, wenn ihr von rechts nach links guckt, dann ist das ein Flur einer Grundschule, in der Mitte der Flur eines Gymnasiums und links von einem Berufskolleg. Was all diese Flure gemeinsam haben, da ist eigentlich nichts, außer dass sie Verkehrsfläche sind. Gibst du mir das nächste Bild? Und das ist der Flur von einem Zentrum für Schulprojekte praktische Lehrerausbildung. Und das macht ja auch Sinn, weil da werden die Lehrer und Lehrerinnen, wenn die aus der Uni kommen, praktisch ausgebildet. Und natürlich sieht dann die Lehr- und Lernumgebung da genauso aus wie der spätere Arbeitsort, den wir als Schüler ja alle kennen. Und in der Uni, na, wie sah es da wohl aus? Ganz genauso. Also das kennen wir auch alle. Aber das, warum ist das so? Das ist mal das Erste. Und was bedeutet das? Also Flurschule. Ich habe jetzt da zweimal dargestellt. Einmal 1, 2, 3 Klassenräume, das sind diese weißen. Und das blaue ist dann halt der Flur, das ist die sogenannte Verkehrsfläche. Und das gibt es entweder einhüftig, wie die Architekten sagen, also nur eine Reihe Klassenräume und Flur, oder zweihüftig. Und alles, was in der Schule eigentlich an Spannendem passiert, das ist in dieser gelben Blase, das muss dann in einem Klassenraum sein, weil auf dem Flur ist es auch wegen Brandschutz nicht erlaubt. Nächstes. Aber wenn man genau guckt, stimmt das nicht so ganz. Hier bei dem Rahel-Warnhagen Berufskolleg, da sind immerhin die Heizungen in den Fluren mit so ganz dicken Holzplatten, mit so Eichenholzplatten versehen, sodass man sich da hinsetzen kann. Und ich weiß von diesem Berufskolleg, dass die diese Garderobenhaken ohnehin nicht verwenden und dass die da zukünftig noch mehr Möglichkeiten schaffen wollen, sodass man diese Flächen durchaus auch für Einzel- oder Gruppenarbeit ein bisschen hübscher gestaltet nutzen kann. Ja, und das muss nicht so sein, Florian. Genau, das muss nicht so sein. Das durften wir gemeinsam erleben. Das ist eine ganz klassische gebaute Flurschule, über 100 Jahre alt in Wien. Und trotzdem werden die Flure ganz, ja, wie ihr seht, multifunktional genutzt. Es sind dort Garderoben, Garagen untergebracht für die Schülerinnen und Schüler. Es stehen auf jedem Flur eigentlich ein Kicker. Es sind Materialkisten und Fächer für die Rucksäcke dort. Dann ist es natürlich gleichzeitig auch Ausstellungsfläche, wie man an den Plakaten und an den Kunstwerken, an den Wänden sieht. Und ja, auch Türen werden dort, so sie denn nicht unbedingt genutzt werden, als Fläche, als nutzbare Fläche, ja, mit Regalen zum Beispiel in diesem Fall belegt. Diese Schule hat auch einen neueren Anbau. Auch da sind die Breite der Flure ist natürlich zu beachten. Das ist ganz gut hier. Da steht sogar eine Couch, Tisch, eine Präsentationsfläche für Schülerprojekte und so weiter und so fort. Es ist direkt ersichtlich, dass dieser Raum auch unterrichtlich, die Materialien sind wieder ersichtlich dort, genutzt wird, genutzt werden kann. Auch die Fensterbänke als Ausstellungsfläche. Und schon hat der Flur eine ganz andere Anmutung, als wir das in den Fotos zuvor gesehen haben, in den Schulen, in dem ZFSL und in der Universität. Es kann Dart gespielt werden, es ist dennoch, jede Klasse hat ihre Bereiche, auch Flurbereiche, die sie persönlich gestalten können und die sie auch verändern, die gepflegt werden. Man sieht während der Zeit schon, ohne in die Klasse gehen zu müssen, was gerade unterrichtlich Themen sind. Pflanzen finden dort ihren Platz, wie wir hier rechts im Vordergrund sehen. Und ja, auch so können Flure, hier in diesem Fall, wir haben natürlich darauf geachtet, dass wir keine Schülerinnen und Schüler fotografieren, aber das ist natürlich sonst auch belebt und kann auch während der Unterrichtszeit genutzt werden. Hier ist ein anderes Beispiel, auch von einer Flurschule, die ist in Deutschland, also gelten überall die gleichen Richtlinien. Und hier sieht man sehr schön in der Mitte, das ist diese Verkehrsfläche, die ja auch als Fluchtweg benutzt wird. Und da hat man an die früheren Garderobeneinschnitte, also diese rosa Wand, das war früher mal eine Garderobe, da hat man jetzt ganz bewusst diese kleinen Vorbauten gemacht. Auf jedem dieser Vorbauten ist eine Pflanze und so hat man quasi Einzelarbeitsplätze auf dem Flur gestaltet. Und auch hier
Es sind überall Pflanzen, es wird wohnlich und der ganze Flur ist pädagogisch nutzbar und bleibt trotzdem als Verkehrsfläche und als Fluchtweg erhalten. Oder auf der anderen Seite, das gleiche Foto nur auf der anderen Seite, sogar als Bibliothek. Wenn man das jetzt machen möchte, dann fängt man natürlich klein an. Man muss sehr viele Gesprächspartner ins Boot holen, aber was Sie auf jeden Fall machen können, ist Ihre Flure mal angucken, weil nicht jeder Flur ist ein notwendiger Fluchtweg. Hier ist zum Beispiel so ein Endstück und am Ende, wenn es kein Fluchtweg ist, da reicht ein Tisch und zwei Stühle und schon hat man einen Arbeitsplatz, wo man auch mal eine kleine Gruppe nach draußen schicken kann. Oder wie hier im Wilhelm-Dörfeld-Gymnasium, fange klein an, da stehen so diese roten Sitzwürfel, da kann man sich auch hinsetzen und ist immer noch genug Platz. Nächstes, da mache ich noch weiter, das ist ein Beispiel von einer Förderschule. Auch hier hat man, da ist nicht viel Geld zur Verfügung, aber man hat einfach einen Tisch hingestellt und einen Stuhl und dann kann ein Schüler schon mal draußen sitzen und man kann natürlich auch mal für eine Unterrichtseinheit mehrere nach draußen stellen und hinterher stellt man es zurück. Oder hier in einem Berufskolleg, das ist der Eingangsbereich und dieser Bereich wird von den Schülerinnen und Schülern in den Freistunden als Selbstlernbereich genutzt. Also es ist einiges möglich. Hier ist jetzt ein Neubau und da hat man diese Flursituation gleich mitgeplant für diejenigen, die da vielleicht vor so einem Projekt stehen in der aktuellen Schulbauwelle. Da ist quasi die Wand als Nische, als Sitznische mit eingeplant worden. Also besser kann man, glaube ich, Platz jeden gebauten Meter nicht nutzen als so. Florian, machen wir mal weiter. Ja, wir kommen hier auch in ein Bestandsgebäude, das saniert wurde, denkmalgeschützt saniert wurde. Das hatten wir eben schon mal, das Wilhelm-Dörfeld-Gymnasium. Und auch hier sind die Flure natürlich dann mitgedacht worden, und zwar als Unterrichtsfläche, als unterrichtlich nutzbare Fläche mitgedacht worden. Es sind Sitznischen eingebaut worden. Es sind dort, wo die Sitznische baulich nicht zu verwirklichen war oder nicht sinnvoll zu verwirklichen war, diese Hochlehnersofas, die eine unglaublich gute Akustik haben für eine Einzelarbeit, eine Lektüre, ein konzentriertes Arbeiten oder auch mal ein Partnergespräch, sind dort angelegt, sind dort nutzbar. Gegenüber die Fensterbänke, Petra, du hast gesagt, diese Holzeinschübe, die dort zu sehen sind, hättest du ausgemessen, 60 Zentimeter Breite, ist das richtig, oder Tiefe? Ja, also das ist, die haben ja nicht viel Platz da, weil sonst reicht der Fluchtweg nicht. Und das ist nicht tiefer als 40 bis 60 Zentimeter. Genau. Das wird gleich bei diesen vermeintlichen Zweierkabinen nochmal ganz deutlich. Genau, da kommen wir gleich in der nächsten Folie drauf. Hier aber dann auch nochmal, man kann im Stehen arbeiten, man kann im Knien an diesen Sitzwürfeln, an diesen Runden arbeiten oder natürlich auch im Sitzen, wie der Name schon sagt. Der Flur ist also unterrichtlich mitnutzbar. Hier hat es sich gelohnt und hier war es sinnvoll, sogar Partnerarbeitskabinen, also die zum einen von der Sicht als auch von der Akustik her abgeschirmt sind, mit einem Tisch und einem zwei Bänken, die sich gegenüber sind, dort fest zu installieren. Daneben haben sie natürlich das mobile Mobiliar. Ihr seht das an den Rollen, ob es ein Dreiecktisch im Hintergrund oder ein viereckiger Tisch im Vordergrund ist, die kurz dazugeholt werden können, wo entweder noch ein weiterer Schüler, eine Schülerin noch dazu diese Gruppe zu einer Dreiergruppe vergrößern kann, Vierergruppe, oder wo einfach auch Material abgelegt werden kann. Dies als Beispiel nochmal aus dem Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal. Hier nochmal die Perspektive von der anderen Seite. Genau, eben was war das Foto. Was man vielleicht noch sagen könnte, damit das nicht zu dunkel ist, kann man oben, sieht man, oben ist so ein Knopf, so ein Schalter und dann geht da so ein kleines Licht an. Zwei LEDs, ne, zwei Spots da oben drin, die das nochmal beleuchten. Wunderbar. Ja, und dann gibt es natürlich auch so Situationen, wo Verbindungen sind, Verkehrswege, die dann hier ums Eck gehen, die einen Gebäudeteil erschließen ums Eck. Und auch da kann man natürlich, wenn die Flurbreite das auch hergibt, mit hier sogar schöner handwerklicher Arbeit eine Sitz-, Chill-, aber auch Lernecke schaffen, die sehr, sehr anregend ist. Wunderbar zu sehen auch, dass die beiden Schüler, die wir, oder die Schülerinnen und der Schüler, die wir da im Hintergrund sehen, sich den erhöhten Platz in der Fensternische gesucht haben und dort jetzt gar nicht miteinander, sondern jeder für sich ihrer Arbeit nachgehen können. Das haben wir
durften wir auch zusammen erleben vor 2 Wochen, auch in Wien, in dem neuen Viertel Seestadt. Das ist im Untergeschoss ein langer, langer eine Verkehrsfläche eigentlich, die aber hier natürlich noch mitgenutzt werden kann. Es sind, während es eine reine Verkehrsfläche ist und sie unterrichtlich nicht genutzt wird, die Matten, die Fallschutzmatten an die Wand gebunden. Gegenüber sind die Bänke. Es können bei Klettern oder Bouldern nicht immer alle gleichzeitig. Da geht es um Sicherungen, da geht es auch um Platzverhältnisse. Und da sind dann die Möglichkeiten, Material, also Turntasche, Schuhe oder sonst etwas oder Getränke abzustellen oder sich auch mal zur Ruhe zu setzen. Und dann kann dieser Flur für den Unterricht mitgenutzt werden und man hat eine weitere Fläche, wenn die Sporthallen zum Beispiel belegt sind. Genau, das ist auch eine Möglichkeit. Das ist allerdings ein Neubau, muss man dazu sagen, der realisiert worden ist. Da ist das direkt von Anfang an mitgedacht worden. Und zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen weiterdenken ins Digitale. Eigentlich kann man so wie hier in der Villa Weiersbusch in Hattingen aus jeder Ecke so einen kleinen Greenscreen machen. Entweder malt man einfach die Wände blau oder grün an, oder hier hat man einfach so ein Roll-up benutzt und daneben einen Tisch und einen Stuhl, und schon hat man eigentlich ein kleines Videostudio, wo man die Schüler und Schülerinnen beauftragen kann, doch ein Erklärvideo oder sonst was zu drehen. Und wenn man noch weiter geht, kann man ja Richtung Kunst denken. Und hier ist ein Beispiel, angeblich aus Manchester, England. Also ich habe soweit die Quelle da noch dran geschrieben. Und hier versucht man über eine optische Täuschung die Schülerinnen daran und Schüler daran zu hindern, schnell die Gänge entlang zu laufen. Und natürlich können wir es auch umgekehrt denken, dass man sagt, wir machen einen langen Gang und wir malen darauf Markierungen, dass dieser Gang bewusst zum Bewegen und zum Rennen benutzt wird. Einlädt. Es hängt nur von unserer Fantasie ab, wie wir die Räume um uns herum nutzen. Genau, wie wir die Räume nutzen und Räume wahrnehmen. Und damit wäre unser Impuls für den heutigen Tag zur Klassenraum-Flurschule erst einmal durch. Wir, das ist der Kreis von Architektinnen, SchulbauberaterInnen, LernraumentwicklerInnen und auch aus der Verwaltungsperspektive. Wir arbeiten weiter daran, neue Formate für euch vorzubereiten, euch die Lernraumentwicklung nahezubringen. Und wir wollen nachlegen Ende Juni am 30.06. Und da soll es in unserer Reihe Schulbautypologien die 2. Folge geben. Thema wird dort sein Klassenraum Plus. Was auch immer das sein mag, wer sich da schon ein Bild von machen kann, der darf sich freuen. Und die anderen dürfen neugierig bleiben und sich freuen. Und wir werden das auch nochmal ankündigen. Abonniert einfach unseren YouTube-Kanal, dann kriegt ihr den Trailer schon im Vorfeld und werdet nochmal daran erinnert, dass am 30.06. unsere nächste Ausstrahlung läuft. So, und jetzt freuen wir uns, dass wir die Katrin zu Gast haben, denn Katrin hat jetzt eine ganze Menge von uns gesehen und gehört und vielleicht ist da die eine oder andere Nachfrage schon aufgelaufen. Bitte, Katrin. Ja, also bei diesen ganzen multifunktionalen Flurschulen habe ich gedacht, ich möchte bitte wieder zur Schule gehen, mit einer Boulderwand, mit einem Aufnahmestudio. Großartig, total gut gefallen. Was mir noch nicht ganz klar ist, also ich komme nicht aus dem Schulbereich, insofern stelle ich jetzt an dieser Stelle möglicherweise Fragen, die allen anderen klar sind oder wo die Antworten klar sind, mir noch nicht. Verkehrsfläche bedeutet, das ist nur ein Flur, wo ich durchgehe, um in den Klassenraum zu kommen oder aus der Schule rauszukommen, oder? Was bedeutet Verkehrsfläche in diesem Zusammenhang? Also ich kann mal anfangen und dann gucken wir mal, dass wir so zusammen. Verkehrsfläche heißt natürlich, da sind die Zuwege zu den Klassenräumen. Aber es bedeutet auch, es sind auch immer nicht alle Flächen, also du musst ja in den Klassenraum kommen oder in den Musikraum oder was auch immer. Das heißt einmal Verkehrsfläche und da gibt es so Mindestgrößen und es gibt aber viele dieser Verkehrsflächen sind natürlich gleichzeitig auch Fluchtwege und zwar notwendige Fluchtwege. Und dazu gibt es entsprechende Brandschutzgesetze und Vorgaben und die sind zwar gleich in Deutschland, aber die Einhaltung oder die Auflagen, die in den Kommunen sind, die sind sehr unterschiedlich. Aus meiner Sicht, ich sehe so viele Schulen, und in der einen Kommune sind Dinge möglich, die in der anderen Kommune nicht möglich sind, obwohl die Gesetze ja gleich sind. Wir müssen aber immer gucken, die Sicherheit
der Schüler und Schülerin und der Lehrer und Lehrerin hat immer Vorrang. Das heißt, die müssen binnen weniger Sekunden im Falle eines Brandes aus der Schule raus sein. Und das hat immer absolute Priorität. Sicherheit geht vor. Genau, und wenn man, Katrin, Klassenräume denkt, ne, wenn man eine Schule in Klassenräumen denkt, es gibt ja ganz andere Typologien, die werden wir ja im Nachgang in nachfolgenden Folgen noch vorstellen, dann sind das abgeschlossene Räume. Und die müssen, genau wie Petra es gerade erklärt hat, miteinander verbunden werden. Und das sind diese Verkehrsflächen. Wenn man diese Abtrennungen nicht mehr hat, dann wird irgendwann auch diese Art von Verkehrsfläche, wie wir sie heute behandelt haben, vielleicht sogar obsolet, beziehungsweise sie reduziert sich. Die Petra hatte eben die Folie mit drin. Petra, wie viel waren das? 26-35% der der gebauten Fläche sind Verkehrsflächen. Das ist so ein Durchschnittswert. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird ein Viertel dafür ausgegeben oder gebaut, um halt diese Verbindungen, die ich dir gerade dargestellt habe, hinzubauen. Schöner wäre es, wenn man die doch noch mehr unterrichtlich nutzen könnte, und dahin bewegen sich schon einige Schulen. Und diese Verkehrsflächen, die müssen ja auch unterhalten werden. Also so eine ganze Schule ist erstmal teuer im Bau, aber die ist natürlich jedes Jahr für alle Kommunen auch sehr teuer im Unterhalt. Und wenn man das hochrechnet auf Quadratmeter, die ganzen Kosten, also Reinigung, Instandhaltung, Reparaturen und so weiter, dann kannst du das auf Quadratmeter hochrechnen, und dann macht das unglaublich wenig Sinn, wenn ein Drittel der Schule eigentlich nur immer in den 5-Minuten-Pausen genutzt wird oder in den 20-Minuten-Pausen. Also es wäre sinnvoll, die sowohl für Lernen, also aber auch für Pausenzeiten oder für Zeiten, wo man eine Freistunde hat, zu nutzen. Und da müsst, wenn es da hingeht, da gibt es ja mittlerweile neue Konzepte. Aber auch die Bestandsschulen, 80% unserer Schulen sind Bestandsschulen. Das wäre gut, wenn wir da was ändern könnten. Langsam, mit Kreativität. So. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Begriff Schulbautypologie. Ist es ein neuer Begriff? Wissen alle Schulen, dass es diesen Begriff gibt und was dahinter steckt? Wie lange gibt es das schon? Das weiß ich nicht. Für mich ist das und für Florian, wo wir in der Schule unterwegs sind und auch als Schulbauberater oder Lernraumentwickler unterwegs sind, ist das völlig normal. Aber je nachdem, in welche Schule ich komme, dann hat man noch nie was darüber gehört. Und deswegen, das ist ein Grund, warum wir gesagt haben, wir machen mal so eine Reihe. Also, oder anders ausgedrückt, bisher hatten wir immer Flurschulen. Weltweit. Und das kann ja auch anders aussehen. Und in den letzten Jahren sind dann eben auch andere Typen entstanden. Und jetzt haben wir erstmal mit dem angefangen, was wir alle kennen, aber darüber kann man ja nicht schimpfen. Auch das lässt sich verändern. Ihr habt eben auch schon gesagt, dass es zum einen Bestandsschulen gibt, zum anderen aber auch Neubauten. Also ich gehe mal davon aus, in den Bestandsschulen sind es meistens Flurschulen. Also so war es bei mir früher, so war es bei meinen Kindern. Ich fürchte, so wird es auch ganz häufig noch bei meinen Enkelkindern sein. Wie groß ist denn die Chance oder die Möglichkeit, dass Bestandsschulen quasi ihren Schulbautypen ändern können? Von der Flurschule weg zu anderen Typen. Was ist da so eure Erfahrung wie bisher? Ihr seid ja schon in einigen Schulen unterwegs gewesen. Also es hängt von natürlich ganz vielen Rahmenbedingungen ab. Das Wichtigste, was ich so wahrgenommen habe, ich bin gleich mal auf Petras Perspektive gespannt, ist das Wollen. Also wir wollen uns entwickeln, wir haben aber folgende Rahmenvorgabe: Das Gebäude steht, wir bauen nicht neu, wir werden vielleicht renovieren, sanieren. So, wenn man dann will und wenn man dann gemeinsam meine ich, dass sowohl der Schulträger als auch das pädagogische Personal beziehungsweise die Schulgemeinde, die Schule bewohnen und beleben und eventuell sogar schon der Planer, die Planerin und Architekten zusammenarbeiten, dann ist da ganz, ganz, ganz vieles möglich. Eine weitere Rahmenbedingung ist natürlich die finanzielle Vorgabe. Wie viel Geld steht für die jetzige Maßnahme zur Verfügung? Man kann wirklich klein anfangen. Natürlich haben wir jetzt auch tolle Beispiele gezeigt in unseren Folien, die das obere Ende bestimmt der Fahnenstange, was auch das Finanzielle angeht, zeigen. Aber das muss es nicht immer sein. Wie gesagt, wenn der Wille dafür da ist, dann man sich dann informiert, Zeit nimmt, zusammendenkt, kreativ wird, dann findet man Lösungen, um die Struktur zu öffnen, um da neue Impulse zu setzen, auch räumliche Impulse zu setzen.
Die nächste Rahmenbedingung ist natürlich, ist da Denkmalschutz, wobei da ist ja jetzt im Juni, Petra, da wird sich ja dann auch wieder was ändern mit Denkmalschutz, aber was ist der Denkmalschutz? Was sind tragende Wände? Ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne, man kann nicht einfach sagen, oh, da vorne die Wand, die hätten wir aber gerne weg, wir würden das gerne zusammenlegen oder öffnen. Wenn das eine tragende Wand ist, dann ist das zumindest nicht einfach, vielleicht aber machbar, aber dann recht teuer. Ja? Und so muss man, glaube ich, da ist meine Erfahrung, das Wollen oder der Wille ist das eine, weil wenn man mit Menschen an dieses Projekt geht, an der Schule müssen wir etwas ändern, wir müssen daran sanieren, wie auch immer. Und dann kommt jemand dahin und sagt, ja, aber ich weiß, wie Schulen gebaut werden, nämlich so, wie sie immer schon sind. Dann ist die Chance sehr, sehr gering, dass etwas passiert. Und wenn da Menschen zusammenkommen, die sagen, da gibt es doch bestimmt noch was anderes, lass uns da mal schlau machen, lass uns eventuell sogar beraten, wir wollen etwas anderes, dann ist die Chance größer. Ich sehe das genauso. Florian, ich habe da gar nicht so eine andere Perspektive. Also ich denke, es ist wichtig, immer alle, die daran beteiligt sind, an so einem Gebäude mit ins Boot zu holen. Und das ist immer der Schulträger und von Anfang an. Und es sind immer die Lehrer und es sind auch immer die Schüler. Also die Schüler und Schülerinnen, ohne die würde ich gar nichts anfangen, weil die haben eine so unverbrauchte, unverstellte Perspektive. Die sagen das so klar. Und wenn man die alle zusammenbringt und sagt, so, das wollen wir, weil es da und dafür gut ist, dann kann man, wir sind Menschen, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Dann vielleicht sind es manchmal nur ganz kleine bauliche Veränderungen. Vielleicht braucht man nur hier eine andere Tür. Oder vielleicht muss man, nehmen wir mal so ein einhüftiges Gebäude, wo man keinen zweiten Rettungsweg machen kann. Vielleicht reicht es ja, wenn man in alle Klassenräume noch eine zweite Tür einbaut. Die muss man ja gar nicht benutzen. Dann wird der Flur eigentlich nur zum Durchgangszimmer. Und Durchgangszimmer kann ich wieder pädagogisch nutzen. Also es hängt ein bisschen von der Perspektive, aber immer von dem Willen ab. Und es hängt auch immer von dem Geld ab. Manchmal sind es kleine Dinge, manchmal sind es große. Und dann muss man halt gucken, wo kriegen wir das Geld her? Wo muss man das vielleicht erst in Haushalt einstellen? Oder vielleicht gibt es einen Sponsor, wenn eine Kommune unter Haushaltssicherung steht. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich habe so viele gesehen. Also, und das ist vielleicht nochmal wichtig. Jede Schule ist individuell. Es gibt nicht, wenn es kein Neubau ist, ja, wie meinetwegen in Berlin, dann werden so viele Plätze gebaut, so viele Schulplätze gebraucht. Da werden jetzt gleich immer 4 in Clustern gebaut oder in Modulen. Das ist aber in Nicht-Berlin gerade anders. Und da muss man gerade in den Bestandsschulen sehr individuell gucken. Und das eine ist der Wille und das andere, und das muss man natürlich auch dazu sagen, die Schulverwaltung oder die Schulträger, die sind unter enormem Druck, die sind oft total unterbesetzt und die haben einfach nicht genug Zeit, weil wir gerade mitten in dieser demografischen Abflachung sind. Also uns fehlen einfach die Fachleute und da ist vielleicht der Wille, aber es dauert dann lange. Und dann sieht das so aus, für jemanden, der in der Schule ist, da passiert ja in der Verwaltung seit 3 Jahren nichts, das stimmt aber nicht, da passiert unglaublich viel. Die Prozesse dauern einfach im Bau lange. Also es geht nicht so. Das sieht dann immer aus wie ein Hindernis. Aber wenn man will, geht es. Und dann kann man auch die Flure nutzen. Mal mehr und mal weniger. Aber es klingt für mich auch ein bisschen so, dass bei dieser Typveränderung nicht nur Finanzierung eine Frage ist, sondern tatsächlich auch Kommunikation. Ihr habt gerade ganz viel vom Willen gesprochen. Also wenn die Leute wollen, dann kann man ganz viel machen. Das glaube ich auch. Aber damit die Leute wollen, muss man sie ja erstmal überzeugen. Das heißt, es gibt ja auch so viele unterschiedliche Gewerke und so viele unterschiedliche Ebenen. Ihr habt es angesprochen, die Schulträger, die Verwaltung, die Bürokräfte. Dann gehören natürlich auch Architekten dazu und möglicherweise gehören ja auch die Eltern dazu. Wie kriegt man so eine Typveränderung kommunikativ gut gestemmt? Ja, das finde ich eine super Frage. Das ist genau der Punkt. Wobei ich das noch ein bisschen präzisieren möchte. Ich würde nicht von Überzeugen reden, sondern ich würde gerne die Horizonte dahingehend erweitern, dass sie aus dem eigenen System erkennen, meinetwegen auch mit Unterstützung erkennen, was für sie der nächste Schritt in der Schulentwicklung ist. Denn das ist nämlich der Knackpunkt. Schulbau, Lernraumentwicklung ist niemals ohne Schulentwicklung, also pädagogisches Konzept, Leitbild zu denken. Das ist untrennbar miteinander verknüpft. Und leider wird der Raum bei Schulentwicklung viel zu selten mitgedacht. Der Professor Martin Heinrich von der Universität Bielefeld
wünscht sich da eine bewusst pädagogisch induzierte, aber raumbezogene Schulentwicklung. Und der Wille, von dem ich eben gesprochen habe, der kann ja gar nicht da sein, wenn man gar nicht das auf dem Schirm hat, dass es ja überhaupt etwas anderes gibt. Und da ist Kommunikation, ja. Da ist der Punkt, Katrin, den du ansprichst, da muss Kommunikation stattfinden. Wir nehmen wahr, Petra, ich spreche da jetzt mal für uns, korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches mache, wir nehmen wahr, dass das immer mehr ins Blickfeld gerät, dass der Raum als dritter Pädagoge, diese Aussage von Loris Malaguzzi, dass das immer häufiger mal auftaucht, dass Menschen das auf dem Schirm haben und sagen, hey, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich möchte gerne, da ist doch irgendwas, ich möchte das wissen, möchte das kennenlernen. Und ich kann aus meiner Warte jetzt noch sprechen, sogar das Landesinstitut für Schule des Landes Nordrhein-Westfalen, in Hamburg ist es aber ähnlich, bieten wir jetzt Ausbildungen an, Qualifizierungsmaßnahmen für Kolleginnen und Kollegen, die darin zu Beraterinnen und Beratern für pädagogische Architektur ausgebildet werden und dann wahrscheinlich das dann zur Verfügung stehen werden, ich sage es jetzt mal ein bisschen neutraler, dann zur Verfügung stehen werden ab dem Herbst, weil wir einfach und auch das Landesinstitut wahrnimmt, da ist der Bedarf, entwickelt sich und nimmt inzwischen sogar fast schon Überhand. Petra, hast ja gerade gesagt, da ist ja so eine große Schulbauoffensive im Gange. Wir können es ja eigentlich gar nicht mehr handeln. Wow, cool. Also das war super spannend. Ich bin ganz gespannt dann auf den Livestream im Juni. Du hast vorhin gesagt, da geht es um Klassenraum Plus, was auch immer das sein mag. Ich habe keine Ahnung. Ich werde dabei sein. Ich will es wissen. Genau. Das ist auch jetzt ein guter, jetzt machen wir es mal rund, Petra, denn im Hinblick auf die Zeit müssen wir jetzt auch mal den Abschluss langsam finden. Katrin, hier nochmal für dich und für alle anderen, die es natürlich auch interessiert. 30.06. ist wieder ein Donnerstag. Es ist wieder 18 Uhr. Das ist unsere Zeit. Hoffentlich wieder im etwas größeren Kreis, auch aus unserer Runde. Wir sind ja jetzt hier aus der Kerngruppe, Gott sei Dank mit dir, Katrin, aber nur zu zweit aus der Kerngruppe. Da wünschen wir uns, dass auch wieder mehr dabei sind und beisteuern. Und dann verraten wir wirklich nicht nur dir, sondern allen, die es wissen wollen, was hat es sich denn mit der Schulbautypologie Klassenraum Plus auf sich? Petra, schaffst du noch ein rundes Abschlusswort für diesen schönen Donnerstag, für den Vatertag, für Christi Himmelfahrt? Das war doch schon schön und rund. Also ich freue mich dann auf eure Zuschriften vielleicht oder Fragen bei Twitter oder bei YouTube und auf all die, die neugierig sind, was Klassenraum Plus bedeutet. Tschö. Ciao, macht's gut. Tschö. Wiedersehen. Danke.